ich lese. Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen beim Lippenherpes. Es werden bewertete Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und ich bin angekommen bei Foscarnet äußerlich. Das ist rot und wenig geeignet. Ich lese vor. Foscarnet äußerlich angewendet. Foscarnet soll die Vermehrung von Herpes simplex Viren in den infizierten Zellen verhindern. Die Bewertung rot, wenig geeignet bei Lippenherpes, weil die therapeutische Wirksamkeit selbst bei rascher Anwendung nur gering ist. Als Creme aufgetragen kann Foscarnet bei Lippenherpes allenfalls die mit dem Bläschen verbundenen Beschwerden geringfügig lindern. Wichtig zu wissen: Wenn die Behandlung überhaupt erfolgreich sein soll, müssen Sie die Creme gleich bei den ersten Anzeichen wie Kribbeln oder Juckreiz auftragen, und zwar mindestens 6-mal am Tag. Sie können die Creme 5-8 Tage lang anwenden, aber nicht länger als 10 Tage. Am Auge dürfen Sie Foscarnet gar nicht auf Schleimhäuten, in Klammern Mundhöhle, Nase, Klammer zu, nicht länger als 3-4 Tage anwenden. Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In Schwangerschaft und Stillzeit sollten Sie das Präparat vorsichtshalber nicht anwenden. Es geht weiter mit Melissenextrakt äußerlich angewendet.